Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder in Transportfieber. Wir hatten letztes Mal gesagt, dass wir noch nach Signalen schauen müssen und dann können wir die ein oder andere Gleisanlage verbessern, die da definitiv noch nicht Hochgeschwindigkeit ist. Das sollten wir nach dem Logo alles machen und das schauen wir uns dann an. So, dann war unser Zug hier reingefahren. Wir gehen mal hier auf die Gleise, Werkzeuge updaten. Machen wir hier mal noch und da mal noch. Soweit sieht das erstmal gut aus. Der fuhr ja nur bis hierhin. Ne, das war falsch hier. Hier war noch ein Stück. Das können wir auch noch schneller machen. Und da ist schon schneller. Hier sieht das erstmal gut, glaube ich, aus. Ziehen wir mal gerade durch. Sollen wir hier am Bahnhof? Komm, wir machen hier am Bahnhof auch schnell die zwei Gleise. Hier ist auch alles gut. Stopp, hier ist noch was langsam. Ne, da steht ein Zug, okay. Ich glaube, der Rest müsste, obwohl hier, ne, das Paket, da können wir so lassen. Hier fährt er schnell durch und hier ist, glaube ich, alles schnell gebaut, ne? Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt klicke. Achso, dann bauen wir es zurück. Ah, okay, alles klar. Dann war das nicht so gut, aber das bisschen Geld können wir jetzt gerade so entbehren. Aber das sieht ja alles gut aus. Ja, bis dahin hin hatten wir, glaube ich, alle schnelle Gleise, ne? Oh, hier fehlt es noch ein Stück. Und das hier war Güterzug. Komm, machen wir gerade auch noch was hin. So, jetzt ist alles schnell, oder? Hier die Kreuzweiche. Haben wir jetzt auch. Jetzt fahren die da auch schnell. Gut, dann haben wir das. Jetzt lass uns gerade auch schon Signale nochmal aufrufen. Da können wir hier ruhig auch einmal gucken. Stehen hier Signale? Da steht eins, aber sonst steht keins, ne? Wieso hält denn der jetzt hier an? Warum hält er da an? Jetzt ist er da. Ah, hier ist irgendwas schief. Okay. Das heißt, die blockieren sich gerade gegenseitig. Dreh mal um und fahr da wieder rein. Ich hoffe, der andere fährt jetzt hier rein. Ne. Dann kannst du nur den umdrehen. Oh. Dann fahren wir zurück. Dann bleibt er mal stehen und dann wollen wir mal gucken, ob wir das hier irgendwo jetzt gerade gemanagt kriegen. Ne, Gleise. Das geht schon mal nicht. Wo ist denn der Zug jetzt geblieben? Jetzt ist der Zug weg. Gut, dann fahr den raus. Weil dann bauen wir das schnell hier um. Ach, der hätte hier rumfahren müssen. Ah, so sieht's aus. Da fehlt ein Signal. Da rein, da raus, ne? Ja, wo hoffen, dass jetzt läuft dann, weiß ich nicht. Hier haben wir gesetzt. Hier fehlt es definitiv noch. Okay, der fährt jetzt nicht da weiter rein. Warum nicht? Was ist jetzt hier schief gelaufen?
weil da einer drin steht. Und das ist jetzt doof. Und der wartet jetzt auf Ladung und der andere fährt jetzt nicht da rein, oder was? Jetzt fährt der, aber dann, okay, dann lass es so. Bestimmt wegen dem Stau eben hat das nicht geklappt. Das wird sich wahrscheinlich auf Dauer auflösen hier. Schätze ich mal. Will ich mal hoffen. Hier sind so genug Signale. Wir können hier noch welche hinbauen. Weil die Wegstrecke doch sehr lang ist. Das lassen wir mal so. Hier haben wir Signale. Hier vielleicht noch ein paar Signale hingesetzt. Ich hoffe, das behindert jetzt nicht, aber das müssen wir jetzt mal in Kauf nehmen, das Risiko. Hier sieht es erstmal gut aus. Da sind überall Signale. Hier machen wir das auch noch hin. Hier ist alles gut, hier ist gut. Also hier beim Rausfahren wäre noch interessant, ne? Machen wir mal so. Und so. Ja, ich weiß nicht. Hier gibt es ja keine Kreuzweiche mehr, ne? Vielleicht ist das nicht so praktisch. Ich glaube, das Signal schmeißen wir wieder weg. Genauso wie das hier auch. Die machen vielleicht nicht so viel Sinn. Lass die mal weg. Da gibt es noch Signale. Hier, ja, da auch der Abstand passt hier. Können wir so lassen. Hier ist ein Durchfahrtsbahnhof. Okay. Hier wäre jetzt zu überlegen, ob man da zweispurig weiterfährt, genauso wie hier. Ah ne, da muss ich hier. Machen wir mal hier neu. Da auch neu. Ja, ich weiß jetzt nicht. Aber hier fehlt es auch, ne? Der fährt da durch sogar, okay. So, dann haben wir das auch. Was macht's Geld? 330.000, das sieht schon mal gut aus. Und hier fehlt es noch ein bisschen mit schnellen Gleisen. Hier hinter natürlich auch, ne? Weiß gar nicht, wie schnell die Züge sind, ne? Hier fährt nur ein, wird nur eingleisig hingefahren, okay. Und da wird sowieso nur eins, aber ist egal.
So, das haben wir alle. Jetzt müssen wir noch hier hinten vielleicht gucken. Hier waren wir schnell. So, hier kommen wir noch schneller. Fehlt es hier noch ein bisschen? Das ist alles gut. Hier ist auch gut, bis hier zum Bahnhof. Hier ist jetzt noch ein Gleis diagonal, aber das wäre jetzt auch egal gewesen. Hier sieht es alles schnell aus, oder? Ja, hier haben wir es, aber hier noch nicht. Okay. Hier fehlt es auch noch. Hier schnell, naja, aber hier hinter noch nicht. Da ist schnell. Hier ist überall schnell, bis auf im Bahnhof. Passt. Warum ist der Viergleisige nicht angeschlossen? Gute Frage, ne? Naja, ist erstmal egal. Und er fährt auch noch weiter da. Okay. Und da ist das gleiche in Grün auch nicht angeschlossen, ne? Aber ist okay. Funktioniert erstmal. Ja, das war jetzt das. Wir haben 369.000. Wir können mal gerade noch in die Fahrzeugliste gucken und dann hier altersbedingt mal sortieren. Und dann kann man sehen, dass hier noch ein Zug 71 und 70 ist. Die sind schon sehr schlecht. Vielleicht können wir die mal Fahrzeug verwalten machen. Und ersetze gewähltes Fahrzeug. Das wäre also die Lok und 6 Rungenwagen, ne? Weiß gar nicht, wir machen mal 7 jetzt daraus. 120. Schauen wir mal, ob der überhaupt, wie viel lädt der denn? Vielleicht kommt er gleich an, dann sehen wir das, ne? Der Zugzustand ist sehr schlecht. Genau, deswegen gucken wir danach, dass wir die verbessern. Wo fährt denn der noch hin? Immer noch nicht da rein. Ist dann die Frage, ob da so viel Stahl liegt oder nicht, ne? Sonst können wir hier auch noch einen weglöschen wieder. 7 haben wir jetzt. Kommt er denn an? Jetzt wartet er noch auf Gegenverkehr oder sowas. Da ist er aber schon weitergefahren. Ich wollte gerade sagen, da ist Schluss, ist aber gar nicht Schluss. Jetzt biegt er da ab. Wo fährt er überhaupt hin? Ach, da, okay. Jetzt ist aber Schluss. Okay, das heißt, der ist voll. Komm, noch einen hinzufügen. Und kaufen. Passt. Passt. Jetzt haben wir den nächsten hier mit 71 Jahren noch. Das ist Zug 11. 0 und 16 fährt er durch die Gegend. Fährt der lang? Der holt irgendwie Öl, ne? Da müssen wir mal schauen. Nur ein Stück hat er und hier kann er laden. Ne, hat er noch nicht mal geladen, nur abgeladen. Zurzeit würde ich sagen, brauchen wir nichts ändern, ne? Weil nur erneuern. Wo fährt er hin hier? Hier wird geladen, oder?
Von der Länge her ist natürlich, aber er ist voll. Kommt, zack, Fahrzeug verwalten, austauschen. Lok ist die. Und Anhänger haben wir. 9 Stück Tankwaggons. Haben wir jetzt 10 Schuss. Dann ist der auch neu. Einer ist leer. Gut. Der ist durch. Nochmal die Liste. Jetzt haben wir hier noch einen 64er. Wo ist der? Der steht hier. Von der Länge passt der. Aber der wird langsam. Okay, jetzt ist er voll. Übersicht. Ah, nicht ganz, aber wir müssen den nicht verlängern, denke ich. Das heißt, 17 dieser offenen Güterwagen. Da. Und kaufen. Dann ist der auch neu. So, nächster Zug ist jetzt 58 Jahre. Da sind noch 2, 4 Stück, die wir machen müssen. Aber das sind da LKWs und keine Züge. Das heißt, wir brauchen noch einen Zug. Der macht Holzstämme. Der fährt mit nichts los. Die Lok. Wie viel hat er? 9 Rungenwagen, ne? So, 9 haben wir. Jetzt ist nur die Überlegung, ob wir einen 10. noch brauchen, wenn der da irgendwo jetzt gleich anhält. Ob er da dann, ne, lädt, voll lädt. Okay, der biegt da jetzt gerade ab. Fährt wieder schneller. So, jetzt ist. Okay, der dreht und fährt leer weg. Das ist schlecht. Und 6 Millionen Miese ist auch jetzt nicht so die gute Zahl, ne? Jetzt die Frage, was er wo macht. Wir sind gespannt, was er im nächsten Bahnhof macht. Hier hält er an. Kriegt hier aber auch kein Holz. Das heißt, Linie 71 müssen wir gleich uns angucken, oder? Also wir erneuern den erstmal. Schließen den jetzt. Und schließen den jetzt. Und jetzt fragen wir uns hier, was passiert hier? Also der ist jetzt hier rausgefahren ohne ein Holz. Warum wird hier nicht gesägt? Im Lager sind wir hier drin, aber im Bahnhof ist hier nichts, oder wie sehe ich das? Ah, hier wird gesägt für da, aber nicht für hier. Wer ist denn hier Abnehmer? Okay, der ist da angeschlossen, das passt schon mal. Jetzt müssen wir nur wieder zurück. Jetzt wissen wir natürlich nicht mehr, wo das war. Ah, hier. Weiterer Abnehmer ist.
Benennen Maschinenfabrik. Die ist da. Würde er hiermit bedienen, glaube, oder? Aber hier sind doch Holz ist da. Aber wie kommt das Holz dahin? Hier fahren LKWs, ne? Aber leere LKWs fahren. Und wo kommen die weg? Ah, super. Warte, da war aber gerade einer mit Holz drauf, ne, oder? Linie 75. Linie 75. Linie verwalten. Wo ist denn Linie 75? Ich hätte gerne nur Linie 75 gesehen. Das ist da. Da wird noch Holz geholt. Das wird zum Sägewerk gebracht. Und das wird dann mitgenommen. Was passiert hier? Das ist unsere Linie 71. Das würde ja bedeuten, dass wir diese Strecke kappen können, weil die 71 fährt ja hier hin. Da können die ja zwischenlagern, oder? Das heißt, Linie verwalten ist schon richtig. Ah ne, 71 ist jetzt nicht die richtige. Wir müssen hier die Linie haben. Das war die 75. Linie verwalten. Wenn ein Zentrum muss bleiben. Gieselhorst, wo ist Gieselhorst? Gieselhorst ist hier. Gieselhorst, da ist hier die 75, ja, ne? 71, ja. Das heißt, die 75 ist hier und wird gelöscht. Das ist da so. Jetzt fahren die nur noch diese Strecke. Das heißt, der Zug müsste gleich laden, ne? Weil das wäre absoluter Quatsch, wenn das nicht so passieren würde. Wo ist das jetzt? Ah, weiß ich nicht. Linie 71, zeig mir die mal. Okay, von da nach da. So, das heißt, hier fahren die LKWs jetzt. Warte, 71 fährt hier durch, kommt hier an. Hier steht jetzt der Zug. Hat immer noch nichts geladen. Jetzt ist dann die Frage, ne? Müssen wir den verfolgen, mal? Wann fährt er weiter? Jetzt. Mal gucken, ob der gleich was mitnimmt. Schwierige Frage. Hier fährt er durch. Die 75 haben wir eingekürzt. Die muss jetzt gleich hier rechts rein sein, oder? Ja. Da fährt er hin, holt aber nichts raus. Schauen wir mal. Der ist sofort da rausgefahren. Mit nichts geladen. Das ist wieder komisch, ne? Warum macht er das nicht? Hier fährt er durch. Was haben wir für eine Mahnmeldung? Züge blockieren sich gegenseitig. Müssen wir gleich angucken. Ich will erst sehen, was der da holt. Oder auch nicht holt. Da ist er. Und es liegt wieder nichts drin. Wieso klappt das nicht? Angeschlossen ist das. Machen wir gerade die Landstraße hier weiter.
Na komm schon. So passt's jetzt erstmal. Terminals. Hier ist noch nie was passiert, glaube ich. Da ist angeschlossen. Kein Mensch weiß was, ne? Mittleres Hauptgebäude, große Hauptgebäude. Sind alle mit Straßen Zugang. Ich probiere das noch mal. Keine Ahnung, ob das was bringt oder nicht bringt. Momentan sieht es irgendwie komisch aus. Straßenzugang. Ich muss die Kette kontrollieren, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen. Ach nee, wir wollen hier noch was machen, ne? Da ist es. Ja, das alte Spiel hier, ne? So ein Shit. Aber ich habe das doch geändert. Warum fährt er da trotzdem noch hin? Hier sollte er doch nur da lang fahren. Steht er schon mit voller Länge drin, ne? Kannst du den wegschicken? Ja. Dann schick den weg. Kommt er wieder. Jetzt fährt er auch nicht weg. Oh, jetzt sind ganz viele da. Das ist schlecht. Ich hoffe, der haut jetzt noch ab. Ja. Hier müssen wir gucken, dass wir in der nächsten Folge das Gleis da irgendwie noch umbauen. Dass hier noch eine Spur nebenher kommt oder sowas. Irgendwie sowas machen wir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Was ist jetzt passiert? Achso, ich habe Pause gedrückt, ne? Ja, alles klar. Wenn ich das nächste Video hochlade, gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.